liebe Leute, wir fahren uns jetzt erstmal kurz warm. Jeder sein Bike. Ich fahre Dennis mal hinterher, gucken wir mal die Spürchen an. Shape, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs. Yeah, I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned. Man, feels like I'm stuck in a maze. Shoot at the up, just a case. They sipping only 96. I can do it on my own. Yeah, they judging me on my mistakes. This flow is so heavenly. Most of my friends and a friend of me. They tryna bring out the beast. I'm batting a thousand, my game is elite. I'm running around in the streets. They tryna catch up, but they still can't compete. I tell the God in my sleep. He told me keep going, cause you gotta leave. Count it up, all the brodies came through, then we added up. They was asking me questions, I had it up. I've been running with God, I just leveled up. They won't speak to my face, got that antidote. They been putting me on like I'm on a dope. I can see what they hate, that just ain't me. Tell me a place that I can't go. I don't think they get it, they don't understand. I'ma do it for my homies and my fans. They don't see the vision, they just see the band. Eyes on the money like a rubber band. Better tell me when I follow His command. You can try it, you won't get a chance. I'ma keep on going till I can. And abiding by His plan, yeah, yeah. They tryna hit me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs, yeah. I don't know what can I say. They throw me shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in a maze. Shoot at the Oculus, a cage. They sleeping only 96. I can't do it on my own. Jetzt kriegst du einfach die Kamera. Schön tut sie noch. So. Oder einfach You Follow Me. They was asking me questions, I had it up. I've been running with God, I just leveled up. They won't speak to my face, got that antidote. They been putting me on like I'm on a dope. I can see what they hate, that just ain't me. Tell me a place that I can't go. I don't think they get it, they don't understand. I'ma do it for my homies and my fans. They don't see the vision, they just see the band. Eyes on the money like a rubber band. That is number one, I follow His command. You can try it, you won't get a chance. I'ma keep on going till I can. And abiding by His plan, yeah, yeah. They tryna hit me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs. Yeah, I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Feels like I'm stuck in a maze. Shoot at the Oculus, a cage. They sipping only 96. I can do it on my own. Yeah, they judging me if I'm a stage. Silver step into the plate. You bet I'ma hit it. What I'm doing in this game, I did in a scrimmage. Rappers wanna know this beef and burning up bridges. Deep down they dinner with pain, they just wanna admit it. Won't stop till I get it, speed it up when I'm winning. Es hört sich an wie so ein Spielzeugmotorrad. Viel Leistung oder was? Okay, Lenker ist krass anders. Okay, krass. Leistung hat die gar nicht so viel weniger. Ah, so aus dem Keller merkt man. Uhuhu.
Also Leute, Moped macht sich gar nicht so sehr bemerkbar. Moped ist es relativ ähnlich, aber so von unten raus. Ich hätte gedacht, dass man hier viel mehr Probleme hat, wenn es rüberkommt. Ja, Dennis findet mir schönes Frau, aber halt wieder ganz cool. Krass. Krass. Nee, überrascht mich von der Leistung. Am Anfang, du musst übelst drehen. Aber wenn ja, aber also es ist nur so aus den langsamen Ecken raus, da merkt man es. So ja. Über die Sprünge habe ich gefühlt das gleiche Gas gegeben und bin fast weitergesprungen. Ja. Wenn du jetzt nochmal ein bisschen schneller kommst, dann hast du die Leistung. Krass. So, liebe Leute, wir sind durch mit Fahren. Budo ist schon wieder eingeladen. So ein kleines Feedback zum Motorrad. Ich habe es unterschätzt mit der Leistung. Ich dachte, also das, wie ich es in Erinnerung hatte, wie eine 350er ist, sie hat deutlich mehr Leistung, wie ich dachte. Man merkt wirklich nur so aus dem unteren Drehzahlkeller, dass er halt ein bisschen weniger Schub hat, einfach weniger Kraft, logischerweise 100 Kubik weniger. Und ganz oben raus auch, aber einfach nicht, also es ist gar nicht mal unbedingt, dass weniger Leistung da ist, sondern sie braucht halt einfach nur viel, viel mehr Drehzahl, um die gleiche Leistung zu machen. Auf den kleinen Strecken, also auf so einer kleinen Strecke, wie wir jetzt hier gefahren sind, keine Ahnung, braucht man eine 450er Leistung sowieso nicht. Es ist halt nur ein bisschen simpler, wenn man aus einer Kurve rausfährt und man gibt ein bisschen Gas und man fliegt direkt über den nächsten Sprung. Ansonsten, Geräuschkulisse war komplett anders von FMF zu Akrapovic. Das haben wir eben schon festgestellt, dass der FMF ein bisschen mehr klappert. Ein bisschen von der Verarbeitung, da sind die Amis immer ein bisschen young, wild and free. Und ja, einfach Akrapovic hört sich halt ein bisschen leiser an, satter und so und klappert halt nicht. Generell braucht 350er, wie gesagt, einfach mehr Drehzahl. Fährt sich aber gerade so, wenn man das Moped beim Anbremsen in eine Kurve reinlegt, merkt man halt eben, dass der Motor weniger Schwungmasse hat und dadurch eben nicht so viel Widerstand hat. Also es wirkt sich einfach ein bisschen handlicher aus. Aber was mich überrascht hat, so bei den längeren Sprüngen, dachte ich, dass ich viel mehr Gas bräuchte, um drüber zu kommen. Und es war mit der im Gegenteil, es war fast noch einfacher, präzise zu springen, weil bei der 450er halt das kleinste bisschen Gasstellung halt einen Meter weiter ist. Und ja, mit der 350er ist es halt entspannter. Also für mich immer noch, ich bin immer noch der Meinung, 450er ist für mich gerade das geilere Motorrad, weil ich eben es einfach total mag, so im Drehzahlkeller rumzufahren. Ich bin jetzt noch nicht der präziseste oder so, aber ich denke, dass man mit einer 350er, wenn man richtig fahren kann, fast noch mehr Spaß hat, weil das Moped einem eben noch ein bisschen mehr Gelegenheit gibt, es voll auszureizen. Ich denke mal, wenn man jetzt richtig schnell fährt, dann, um eine 450er am Limit zu bewegen, dann muss man schon relativ fit sein. So viel dazu. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, also, wie du gerade schon gesagt hast, 450er wirklich auszufahren. Also, ich kann mich jetzt, wir hatten auch mal Data Recording, kann man auslesen, Zündbox und so weiter. In Bielstein hatten wir es mal dran und da war, glaube ich, die ganze Runde, ich glaube, 3 Sekunden Vollgas. Ja, wurde. Ja, also, wo wirklich da auch der Hebel auf Vollgas auf war. Auf Vollgas steht, ja. Und dass die Leistung dann überhaupt mal auf voll rausdreht. Ja. Also, ja. Ja, so richtig brauchen tut man es nie, aber es ist halt doch irgendwie ein geiles Gefühl, wenn man halt einfach Leistung hat und halt einfach mit halber Gasstellung hast halt genug Saft, um über so einen Sprung zu kommen, obwohl du quasi wenig oder die Kurve verkackt hattest oder so. Ja. Oder so wie jetzt zum Beispiel bei dem Triple, hast du auch gemeint. Ja. Das ist halt, also da merkt man es halt dann schon krass, ne? Wenn man so keinen Anlauf hat und dann, das kann halt dann schon entscheiden, also ich glaube, dass ein richtig, richtig guter Fahrer, dass es keinen Sprung gibt, den er mit einer 350er nicht fahren kann. Okay. Aber ich glaube schon, dass du gerade bei jemandem wie jetzt bei mir, wo ich jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt auf eine Strecke gehst mit richtig krassen Sprüngen, dass du dann mit einer 350er schon eher, dass es dann schon gefährlicher wird, weil du es dann halt irgendwas nicht richtig auf die Reihe kriegst, weißt du? Du musst halt präziser fahren und genau, mit der 450er, ob jetzt wirklich der richtige Gang drin ist, ist nicht wirklich ist Ausschlag, wurscht, ob genau. Der zweite oder dritte in der 180-Grad-Kurve drin ist, ja, kommt trotzdem über den nächsten Sprung und die 350er ist handlicher, präziser,
aber verzeiht halt auch nicht so viel. Also ich glaube, du triffst die Spur präziser, aber du musst halt auch einen richtigen Gang zum Beispiel machen. Ich glaube, es ist geil, es so zu formulieren, dass sie den Fahrer mehr fordert, aber wenn der Fahrer diese Anforderungen erfüllen kann, dann macht sie mehr Bock. Ja. So rum, oder? Also mir macht es auch mega Bock. Die 450er ist halt so ein bisschen für die meisten deutschen Strecken komplett oversized, würde ich jetzt mal sagen. Und die 350er kann es halt bewegen, Spaß haben. Wenn man es kann. Ja. Wenn man es kann, ja. Ja, aber auch so gerade, ich sage jetzt mal, für Leute, die von einer 250er auf eine 450er gehen, ist es vielleicht auch mal ganz geil, so ein halbes Jahr so ein Ding zu fahren, dann wird, dass du dich ein bisschen an Leistung gewöhnst, oder? Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da bin ich überfragt. Also ich bin direkt auf eine 450er gegangen und ich finde es geil. Ich finde es auch, also ich muss sagen, ich finde es auch nicht zu viel Leistung. Es ist jetzt überhaupt nicht unkontrolliert, die 450er, sondern es ist mega easy zu dosieren eigentlich. Aber du musst halt schon, wenn du dann mal das Gas stehen lässt irgendwo rein, dann musst du schon festhalten. Gut, wir machen das Video nicht zu lang, ganz viel Theorie, aber auch ein bisschen coole Fahraufnahmen. Ich denke mal, da waren einige geile Aufnahmen dabei. Vielen Dank an Dennis, er hat mir heute auch noch den ein oder anderen Kurventipp gegeben. Und wir haben ein bisschen an der ein oder anderen Section gearbeitet. Ja. Also falls ihr Motocross-Lehrgänge braucht, checkt auf jeden Fall mal 149 Academy ab. Kann ich nur empfehlen. Es sind ja übelst viele Termine hier in der Region, oder? Immer ja, Baden-Württemberg, ihr geht ziemlich viel. Genau. Ist dabei, kennt auch jeder. Ja. Sommercamp. Oder falls ihr 58 Leute seid, die irgendwo anders herkommen, dann kommt der Dennis sicherlich auch zu euch. Genau. Checkt das mal ab und ansonsten sehen wir euch im nächsten Video. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule but they're falling hard.